So, jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 61. Das sind Beschlüsse, Empfehlungen, Berichte ohne Aussprache. Ich gehe davon aus, dass wir auf die Berichterstattung verzichten. Keiner widerspricht, dann machen wir das so. Ich beginne mit Tagesordnungspunkt 61, Beschluss, Empfehlung, Bericht, Rechtspolitischer Ausschuss, Drucksache 20-3346 zu 20-3008. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Linke und die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD, die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung und Bericht, SIA, Fraktion DIE LINKE, Drucksache 20-3346 zu 20-2570. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE, die Sozialdemokraten, die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung und Bericht des SIA, humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen. Drucksache 20-3447 zu 20-3003. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Die AfD, die fraktionslose Abgeordnete, die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion, die Sozialdemokraten und die Linke. Und wer enthält sich der Stimme? Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Also CDU und Bündnis, also nochmal, machen wir es zur Sicherheit nochmal. Machen wir nochmal Zustimmung bitte. CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? Sozialdemokraten und Linke. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Entschuldigung dafür. Jetzt haben wir die Tagesordnungspunkt 65, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 20-3448 zu 20-3015. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90, die Grünen und die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das sind die Sozialdemokraten und die Linke. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD und die Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 66, Drucksache 20-3449 zu 20-3075. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die AfD, die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete, die Sozialdemokraten und die Fraktion DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 75. Drucksache 20-3491 zu 20-2999. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? AfD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die Sozialdemokraten und die Linke und die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 76, Drucksache 20-3492 zu 20-3076. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU und Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete, die Sozialdemokraten. Wer enthält sich? Was war bei der Linken? Habt ihr dagegen gestimmt? Okay, damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ja, ja, ist ja ganz. Wir haben es aber jetzt auch. So, nach meiner Liste sind wir am Ende der Abstimmung für den heutigen Tag angekommen. Hat jemand anders eine andere Liste? Das ist offensichtlich nicht der Fall, und das ist ein gutes Zeichen. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass im Anschluss an die Plenarsitzung der Hauptausschuss in 501a tagt, und im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Kulturpolitische Ausschuss und der SIA hier im Plenarsaal zusammen. Ich freue mich, wenn wir uns hier morgen früh um 9 Uhr wiedersehen. Es wird Sie dann Vizepräsident Lorz begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend.